Ich bin der Jens, bin 35 Jahre alt und fahre seit circa 10 Jahren in Essen als Fahrradkurier und mittlerweile auch seit einem ungefähr halben Jahr in Düsseldorf. Ich habe mich für dieses Jahr entschieden, das komplett hauptberuflich durchzuziehen. Angefangen habe ich mit der ganzen Sache aus mittlerweile unerklärlichen Gründen. Ich fahre halt den lieben langen Tag durch die Gegend und versuche relativ schnell Gegenstände von einem Ort zum anderen zu bringen. Ich habe dann ein gewisses Freiheitsgefühl. Ich lasse Gedankenrevue passieren. Für mich ist das sowas wie eine Meditation. Manche machen Yoga, ich mache Fahrradkurierfahrt. Und für mich ist halt der Freiheitsgedanke einfach sehr wichtig. Ich habe viele Nebenjobs gemacht, ich habe an der Uni gearbeitet. Ich war da immer irgendwelchen Gängelungen unterworfen oder Regelungen, denen ich mich einfach nicht unterwerfen möchte. Das Arbeitsklima, die Kollegialität ist einfach beim Fahrradkurierfahren. Jeder arbeitet für sich alleine und trotzdem alle im Team. Ach, das ist das Undankbare an der Geschichte, dass alles per Umsatz geregelt wird. Wenn man so auf 12 Euro kommt, so über 10 ist schon schön. Und kombinieren ist das große Wort des Fahrradkurierwesens. Wenn man Aufträge kombinieren kann, kann man seinen Umsatz steigern und dadurch halt seinen Stundenlohn auch in die Höhe treiben. Gewisse Gespräche mit der Polizei sind manchmal sehr reizvoll. Da gab es schon abstruse Unterhaltungen, wo dann halt zum Beispiel gesagt wurde: Wir halten Sie jetzt hier an, damit die Autofahrer denken, dass sie ein Knöllchen bekommen. Also ich glaube, sich an die Verkehrsregeln sklavisch halten, nicht unbedingt immer das Sicherste ist, wenn der Straßenverkehr nur auf Autos ausgelegt ist. Zwiespältige Geschichte, weil man sich ja doch in Dienst des Turbokapitalismus stellt, um das jetzt ganz billig auszudrücken. Ich glaube nicht, dass es der Unterschied zwischen großen und kleinen Unternehmen sui generis gibt, aber bei den großen ist es halt oftmals so, dass das anonyme Unternehmen sind und da dann vielleicht eher dann ein Kurier bestellt wird als bei kleinen Unternehmen. Wenngleich wir auch unheimlich viele kleine Unternehmen haben, die, glaube ich, sogar eher unser Unternehmen tragen als die Großen. Wir haben hier in Essen 4 Zahnlabore mit super netten Kunden und bei denen steckt halt auch sowas wie Idealismus dahinter, sozusagen uns zu beauftragen, also weil man da schon in gewisser Hinsicht freundschaftlich verbunden ist und die einfach uns als Menschen schätzen und das, was wir halt tun. Nein, es gibt keine Konkurrenz für uns und auch nicht durch das Internet. Im Endeffekt gibt es irgendwelche Neuentwicklungen und man passt sich dem Ganzen an, zum Beispiel über diese Smartphone-Geschichten, dass man dann halt den Kunden anbietet, dass man halt per Smartphone bestätigt, dass man den Auftrag aufgenommen hat, dass man über GPS gucken kann, wo der Kurier ist und dass dann halt nochmal bestätigt wird, dass die Sache abgegeben ist. Das ist ja auch ein Kundenservice, den auch manche zu schätzen wissen. Ich finde, es ist eine Einstellung zum Leben, die sich beim Fahrradkurierfahren ausdrückt. Das möchte ich einfach nicht missen.